Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute wollen wir uns mal wieder über die Volatilität unterhalten. VXX, VIX, und zwar lohnt es sich, Optionen, Call-Optionen auf die Volatilität zu kaufen, um sich einfach langfristig gegen Volatilitätseinbrüche oder Anstiege, besser gesagt, also Markteinbrüche und Volatilitätsanstiege abzusichern. Meine Antwort darauf jetzt im Video. Vor einigen Tagen gab es eine Frage bei uns in der Facebook-Gruppe, die Optionshändler, die bezog sich auf Volatilitätsoptionen. Einmal stand Volatilitätsoptionen auf den VIX, später wurde dann mal noch der VXX erwähnt. Und der Tenor dieser Frage war, ich würde jetzt gerne Aktien kaufen auf den, auf die Volatilität, weil ich möchte mich einfach absichern, wenn die Preise an den Aktienmärkten jetzt doch irgendwie im Zuge der Sommerschwäche, wie auch immer, nach unten gehen. Und Frage war, lohnt sich das? Und ich habe dann darunter geschrieben, kurze Antwort, nein, lohnt sich nicht. Und da kam die Frage, ja, wieso lohnt sich denn das nicht? Und so weiter. Ich habe gesagt, okay, komm, bevor ich jetzt alles hier hinschreibe, mache ich ein Video darüber. Und deswegen sind wir heute hier in diesem Video. Also, es geht um den VIX und es geht um den VXX. Lohnt sich der Kauf von Calls? Und da sage ich, jein. Na, ich schränke es mal ein bisschen ein und ich sage, jein. Fangen wir mal an. Wann lohnt es sich? Es lohnt sich, Call-Optionen zu kaufen, wenn du ein perfekter Markttimer bist. Das heißt also, wenn du weißt, dass heute oder morgen oder übermorgen der Markt einbrechen wird, und damit die Volatilität explodieren wird, ne? Wenn du dann sagst, ich kaufe mir Calls, dann wirst du eine Menge Geld damit verdienen. Warum? Ganz einfach. Markt bricht ein, Vola geht hoch. Ne? Das ist immer so. Und wenn es zum Beispiel sowas passiert wie im Februar, als die Märkte ja nicht mal übertrieben stark eingebrochen sind, aber die Vola wegexplodiert ist, auf 50 hoch, der VIX, ne? Stell dir vor, da hast du einen Call gekauft. Na, dann machst du natürlich jede Menge Geld, das heißt, das lohnt sich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der Punkt dabei ist, du musst es zeitnah machen. Das heißt, du musst sagen, ich mache es in dem Moment, wo es entweder losgeht, weil du den ganzen Tag davor sitzt oder weil du ein Supermarkt-Timer bist, wie auch immer. Jetzt kann ich von mir behaupten, dass ich kein guter Markttimer bin. Ich bekomme das mit dem Timing nicht so gut hin. Ich kann das einfach nicht. Gibt's, glaube ich, so wie mir geht es da 98% der Leute und die 2%, die übrig bleiben, davon lügt die eine Hälfte und sagt, ich bin ein guter Markttimer. Die anderen können es wirklich. Entschuldigung. So. Und was ist das Problem, wenn du jetzt sagst, naja, ich erwarte, dass es in den nächsten 3 Monaten runtergeht? Du hast natürlich einmal das Problem, wie bei jeder Option, Zeitwert. Das heißt also, wenn du heute sagst, du kaufst, weil du erwartest, dass in den nächsten 1-2 Monaten etwas passiert und du kaufst eine Option, Punkt, dann frisst diese Option jeden Tag oder wird jeden Tag ein bisschen weniger wert, weil sich der Zeitwertverlust an deine Option hineinfrisst. Na, ihr wisst, eine Option besteht immer aus innerem Wert oder und Zeitwert. Innerer Wert kann auch bei 0 sein, Zeitwert ist immer da und je mehr Zeit halt vergeht, umso geringer wird die Prämie. Das heißt, wenn halt nichts passiert, dann wird deine Option vom Zeitwertverlust aufgefressen. Du kannst das ein wenig, eindämmen, indem du Optionen mit sehr langer Laufzeit kaufst, weil da ist der Zeitwertverlust relativ gering. Die kosten aber natürlich dann entsprechend Geld, was die meisten wahrscheinlich dann auch nicht wollen. Und bei Volatilitätsoptionen, egal ob du jetzt auf den VIX oder VXX geht, gibt es aber noch ein Problem, gerade mit den langen Laufzeiten. Denn ihr alle kennt vielleicht die Terminstrukturkurve auf die Volatilität. Was ist das? Du hast hier den VIX. Ja, das ist also der Volatilitätsindex. Der misst quasi, was ist momentan direkt im Markt für eine Volatilität vorhanden. So, und dann gibt es diese Volatilitätsstrukturkurve, Terminstrukturkurve, und die sieht so hier aus. Da gibt es nämlich Futures und die laufen in der Regel so hier. Das heißt, je
länger die Laufzeit ist, umso teurer sind diese Futures. Warum ist das so? Naja, der VIX ist, was ist gerade im Markt an Volatilität vorhanden? Und die Futures sind, was erwarten wir denn möglicherweise in der Zukunft? Und wenn wir jetzt gerade, also das Video ist ja jetzt hier vom Mitte August 2018, eine niedrige Volatilität haben, dann ist natürlich die Frage, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Monat die Volatilität ansteigt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in 6 Monaten ansteigt? Ja, schon mehr. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von einem Jahr mal ein Volatilitätsanstieg kommt? Viel, viel höher. Ja, das heißt also, die Futures zeigen die Erwartungshaltung oder die Möglichkeiten in der Zukunft. Es ist keine Spekulation darauf, dass es in Zukunft eine Volatilitätsexplosion geben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, je länger die Laufzeit ist. So, und jetzt kommt was. Egal, ob du jetzt auf den VIX oder auf den VXX Optionen kaufst, die Terminstrukturkurve ist genau das Problem. Wir können da jetzt ein ganzes Seminar darüber machen, was wir auch demnächst mal wieder machen werden. Aber nur mal an der Stelle so ein bisschen angerissen. Der VXX hat das Problem der Rollverluste aufgrund dieser Terminstrukturkurve. Ja, ihr könnt hier gucken, hier gibt es eine Menge Videos auf dem Kanal zum Thema VXX. Und das Ding ist ganz einfach. Der VXX, wenn da 3 Monate nichts passiert und du hast Calls gekauft, dann kannst du die, selbst wenn der hinterher ansteigt, wegschmeißen, weil die funktionieren dann nicht mehr. Ne? Weil der in der Zwischenzeit durch die Rollverluste so stark gesunken ist, dass deine Optionen im Grunde genommen, da muss die Vola um, was weiß ich, ein paar 100% explodieren, damit überhaupt noch was passiert. Bringt dir also nichts. Das heißt, haben wir wieder das Timing-Problem. Und beim VIX ist es im Grunde genommen auch so, weil, was viele nicht wissen, auf was bezieht sich dieser VIX? Der bezieht sich, das Underlying ist dieser Volatilitätsindex. Aber die Preisbindung vollzieht sich anhand der Futures. So, jetzt haben wir gesagt, du hast hier ein Zeitwertproblem. Ne? Jetzt sagst du ja kein Problem, dann kaufe ich mir doch Optionen mit 6 Monaten oder 8 Monaten Laufzeit. Okay, also sagen wir mal, du kaufst jetzt hier Optionen auf den hier. Das Problem ist aber folgendes. Wenn jetzt morgen die Vola anspringt, richtig explodiert, welche Futures steigen dann an? Die hier. Und nach hinten wird das immer weniger. Das heißt also, du kannst hier vorne eine Vola-Explosion haben, die Volatilität, der VIX geht hoch, die Vola explodiert hier vorne, aber hier hinten nur ganz, ganz wenig. Das heißt, das Ergebnis, was du haben willst, nützt dir gar nichts. Ne? Weil wenn hier vorne die Musik spielt, du aber hier hinten engagiert bist, hast du nichts davon, weil da steigt da hinten kaum noch an oder da steigt schon ein bisschen an, aber nicht so viel. So, und wenn nichts passiert, hast du ein noch größeres Problem, weil wenn nichts passiert, jeder Future, jeder Volatilitätsfuture muss sich am Ende seiner Laufzeit dem VIX annähern. Und wenn keine Vola-Explosion passiert, wenn die Vola einfach stabil bleibt, so wie wir es zum Beispiel 2017 das ganze Jahr über hatten, was passiert mit diesen Futures? Die gehen alle hier runter. Die nähern sich alle an ihrem Verfall dem VIX an. Und wenn du jetzt gesagt hast, du kaufst hier oben eine Option, mit die sich hier drauf bezieht, ne, dann hast du entweder wahnsinnig tief im Geld bezahlt, dann hast du viel inneren Wert bezahlt, der weggeht, oder die ist dann so weit aus dem Geld, dass das auch nichts mehr nützt. Das heißt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Du hast 2 Probleme und wenn du das eine Problem aufheben willst, hast du das andere Problem. Das erste Problem, nochmal kurz jetzt zur Wiederholung, das ist ein Timing-Problem, das heißt, du musst hier vorne aktiv werden. Das funktioniert aber eben nur, wenn du wirklich weißt, es geht los, weil sonst frisst dich der Zeitwert auf. Wenn du sagst, ich umgehe den Zeitwert, gehst also auf die hinteren Optionen, dann hast du das Problem, dass hier vorne die Reaktion kommt und dir das hinten nichts nützt. Und aus dem Grunde sage ich, für die Masse der Leute funktioniert Call kaufen auf den VXX, Call kaufen auf den VIX nicht. Wenn, dann kauf eher mal den VIX über die Futures oder über den VXX selber. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, wenn es losgeht. Ne? Also das ist dann wesentlich besser, aber ich kann mich noch erinnern, und das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, war ich mal in Chicago am Chicago Board of Trade und an der CBOE, Chicago Board of Option Exchange, also da, wo die ganzen VIX-Optionen gehandelt werden. Und dann die sind damals gerade so losgegangen. Und da habe ich mich mit einem Händler unterhalten und der hat gesagt, 99% der Kunden von uns, die mit diesen Volatilitätsprodukten handeln, verlieren Geld. Das war ein Market Maker. Ne? Und der hat gesagt, die verlieren Geld. Und da habe ich gesagt, warum? Weil sie es nicht verstehen. Die verstehen das Produkt nicht. Und glaubt mir, 10 Jahre später hat sich da was geändert. Null. Da hat sich null geändert. Die meisten verstehen diese Produkte immer noch nicht. Und nicht nur wir Privaten verstehen die nicht. Also wir verstehen es
ich glaube, ihr, die ihr zuschaut, habt mehr Wissen über Volatilitätsprodukte als 99% der Leute da draußen. Und glaubt mir, auch viele Institutionelle haben überhaupt keinen Plan, wie das hier funktioniert. Na? Okay, deswegen, das war die Begründung, warum ich persönlich der Meinung bin, dass sich eben der Kauf von VIX oder VXX Call-Optionen nur in den allerseltensten lohnt. Und wenn, dann musst du einfach ein wahnsinnig guter Market-Timer sein. Wenn du ehrlich zu dir bist und sagst, ich bin das eigentlich nicht, dann vergiss das Ganze. Du weißt, dass es sowas gibt, aber lass es. Okay? In diesem Sinne. Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert mir das Ganze fleißig. Und ihr dürft sogar dieses Video teilen. Okay? Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey, weißt du noch, wir haben uns darüber unterhalten. Guck mal, hier ist eine Antwort. Dann schickt ihnen das Video, teilt es in den sozialen Medien. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Servus. Macht's gut. Bye, bye.